Haben Al-Bashir und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Sind jetzt unterwegs zum Abfahrtpunkt. Die LA-Einheiten kommen auf euch zu. Bereithalten für Kontakt. Out! Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ist übel erwischt. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sind übel. Hey, hey, bleiben Sie wach. Wach bleiben. Hey, sterben Sie mir nicht weg. Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Farouk Al-Bashir. Kommen Sie, Mann, halten Sie durch. Nein, mehr gibt es nichts. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon, Beeilung, Sie kommen. 1-3, Status? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock, nahe des Abholpunkts. Verstanden. Versuchen, zu euch rüberzukommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss, müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Schockzustand. Sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben! Verstanden. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schwerem Beschuss. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab. Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Stationen. Nisfit 22 ist in 3 Minuten da. Bereithalten zur Abholung. Over.
zwei Minuten. Verstanden? Verstanden. Alba Shear hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Halt ihn am Leben! Machen wir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Solomon Genosse, wenn ich aufhalten will, die Sonne. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Solomon war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Solomon zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Verdammt! Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey! Das ist sein Handy. Vielleicht finden wir darauf ein paar Infos. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen.